Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, ob es seltsam oder creepy ist, Frauen auf der Straße anzusprechen. Ich komme auf dieses Thema, weil ich das immer mal wieder mit Coaching-Teilnehmern durchspreche, auch gestern Abend wieder mit einem Coaching-Teilnehmer durchgesprochen habe und ich mich tatsächlich daran erinnern kann, dass ich selbst mal vor diesem Problem stand. Vielleicht kennst du das von dir selbst, gerade wenn du jetzt am Anfang stehst, dass du... Gerade wenn du mit anderen Leuten darüber redest, was du tust, dass du vielleicht Frauen auf der Straße kennenlernst, dass du Frauen ansprichst regelmäßig, dass die Leute nicht wirklich Verständnis davor haben. Und das kenne ich auch, das ist auch heute immer noch so. Das war aber auch damals in meinen Anfangszeiten bei mir so. Und ich erinnere mich daran, dass mir das damals viele Probleme gemacht hat, weil ich nicht genau wusste, okay, mache ich hier das Richtige oder ist es vielleicht wirklich seltsam, ist es vielleicht wirklich creepy? Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter mir sich damals Sorgen gemacht hat, dass ich, als ich von diesem Pickup-Ding erzählt habe, dass ich in einer Sekte bin. Sie meint, das ist so eine Sekte oder sowas. Und das hat mich halt enorm verunsichert, weil ich damals einfach noch nicht fest gestanden habe in meinen Ansichten über dieses Thema. Und deswegen die Frage, ist es creepy, ist es seltsam, Frauen auf der Straße anzusprechen? Also grundsätzlich, ja, es ist natürlich seltsam, das ist ganz klar. Und zwar ist es deswegen seltsam, weil es eben nicht normal ist. Es machen nicht viele Leute, ergo ist es halt nicht normal. Und man könnte sagen, es ist seltsam, wenn man das so definieren wollen würde. Also seltsam im Sinne von, dass es nichts Normales ist, absolut, absolut korrekt. Ist es deswegen etwas Schlechtes? Ist es etwas, was du nicht tun solltest? Absolut nicht. Ist es creepy? Ist es seltsam? Die Frauen mögen das überhaupt nicht. Kommt drauf an, wie du es machst. Wenn du natürlich creepy auftrittst, wenn du sehr komische Sachen machst, wenn du sehr Pickup-artige Sachen machst, irgendwelche komischen Moves machst, dann kann das ja seltsam wirken. Absolut. Und was du verstehen musst, ist, dass die Frau sich jetzt auch, wenn du jetzt die Frau fragst, wie lernst du optimalerweise deine Typen kennen? Was ist so deine Fantasie? Wie triffst du deinen Ehemann? Oder sowas Idealisiertes, dann sagt die Frau dir halt nicht, ach, der ist in einem Pickup-Seminar und dann sagt der Coach, sprich sie an und er spricht mich an und dann heiraten wir. Das ist halt nicht die Geschichte, die dir eine Frau erzählt, sondern für Frauen ist es halt dieses, es ist einfach passiert. Es ist irgendwie, wir sind uns über den Weg gelaufen und dann haben sich unsere Blicke getroffen und dann an der nächsten Ampel hat er Hallo zu mir gesagt und wir sind einen Kaffee trinken gegangen. Also für die Frauen ist es halt so, die idealisieren das einfach immer sehr viel und machen so eine ideale Traumwelt raus. Ist natürlich nicht das, was die Frau sich unter dem Optimum des Kennenlernens vorstellt. Das ist natürlich ganz klar. Die Frage ist nur einfach, wie lernst du ansonsten Frauen kennen? Und das habe ich auch meinen Coaching-Teilnehmer gestern gefragt, mit dem ich auch darüber gesprochen habe. Ja, okay, jetzt nehmen wir mal an, du gehst nicht mehr raus, um Frauen kennenzulernen. Du lernst nicht mehr Frauen im Alter kennen. Wie machst du es denn dann? Dann bleibt ja nur noch sowas wie Online-Dating oder wenn du mal betrunken im Club unterwegs bist oder über den Freundeskreis. Aber die meisten Leute, die jetzt hier auch diese Videos schauen, für die funktionieren diese Möglichkeiten einfach nicht besonders gut. Und deswegen ist natürlich klar, dass man sich eine andere Möglichkeit suchen muss. Und deswegen ist Frauen im Alter kennenlernen, Frauen auf der Straße ansprechen, eine sehr, sehr gute Sache. Was du natürlich erstmal schaffen musst, ist, diesen Weg zu gehen von, es ist komisch zu, es ist normal für mich. Ich bin jetzt an diesem Punkt zum Beispiel, dass es für mich absolut normal ist. Ich habe letztens mit meinen Eltern zusammengesessen und die hatten ein paar Freunde da und die haben dann erfahren, dass ich das mache, diesen Beruf mache und haben dann mit mir darüber geredet und war natürlich auch skeptische Sache gegenüber. Aber ich habe mittlerweile absolut kein Problem mehr damit, weil ich vollkommen hinter dem stehe, was ich hier tue. Und ich bin das gewohnt, ich mache das wirklich jetzt schon seit Jahren. Für mich ist das absolut natürlich, eine Frau, die einem auf der Straße gefällt, anzuquatschen und mit der ins Gespräch zu kommen. Es ist absolut normal für mich und deswegen ist es überhaupt kein Problem mehr und wird auch nicht mehr so negativ aufgenommen von den Leuten aus meiner Umgebung. Ich erzähle das auch Frauen, die ich kenne. Guck mal, ich habe dich letztens eine Frau kennengelernt, die habe ich im Coaching angesprochen, während ich ein Mikrofon dran hatte. Habe ich ihr erzählt, guck mal, so habe ich dich kennengelernt. Ich habe meinem Coaching-Teilnehmer, wollte ich zeigen, wie ich das mache und habe dann dich gesehen, fand ich sehr attraktiv, habe dich angesprochen. So, viele würden sich denken, so, oh Gott, das könntest du einer Frau niemals erzählen. Aber nein. In dem Moment, wo du selber hinter der Sache stehen kannst, ist es absolut in Ordnung, auch für die Frauen. Du musst halt einfach nur diesen Weg schaffen von es ist nichts Normales für mich zu es ist normal für mich. Und das ist einfach immer ein Weg. Das ist jetzt wie, als wenn du anfangen würdest, dreimal die Woche ins Fitnesscenter zu gehen und hast vorher nie Sport gemacht, dann wird sich das erstmal unnatürlich für dich anfühlen. Es wird sich falsch anfühlen, du wirst nicht hingehen wollen. Oder wenn du, keine Ahnung, jeden Tag mit einer fremden Person redest, an der Kasse, der Kassiererin immer Hi sagst oder was auch immer, das wird sich am Anfang einfach komisch anfühlen, weil du es nicht gewohnt bist. So ist es ja
damit jeder gewohnt. Fahrradfahren war am Anfang komisch, Autofahren war am Anfang komisch. Ja, keine Ahnung, deine neue Arbeitsstelle, die Leute da, mit denen zu reden, am Anfang komisch, weil du die gar nicht kanntest. Aber diese Sachen entwickeln sich halt und irgendwann kommt eine Routine rein, irgendwann ist es gewohnt und dann ist es kein Problem mehr und an diesen Punkt musst du einfach kommen. Aber bis dahin ist es ganz wichtig, und das habe ich auch in meinem Coaching-Kanal immer gesagt, bis dahin ist es ganz wichtig, dass du dich ja diesen negativen Einflüssen entziehst, sage ich mal. Also diesen Einflüssen, die dir sowas sagen wie, hey, das ist doch nicht normal, so macht man das doch nicht, das macht doch kein normaler Mensch, das darf man doch nicht machen oder was auch immer Leute in deiner Umgebung dazu sagen könnten. Wenn du halt weißt, dass Leute in deiner Umgebung dir negatives Feedback dieser Sache gegenüber geben werden, dann sprich einfach mit den Leuten nicht darüber, denn die müssen das ja nicht wissen. Nicht alle Leute müssen davon wissen, sondern mach dein Ding, geh raus, lern Frauen kennen, lern diese Fähigkeit, lern mutig zu sein und red halt mit den Leuten darüber, mit denen du darüber reden kannst und schau dir solche Dinge an wie mein Channel, wie andere Channels in diesem Bereich, damit du das richtige Mindset, die richtige Einstellung mitkriegst. Denn das ist nichts Schlimmes. Also es ist etwas ganz Normales und bei mir ist es mittlerweile so und nur als verrückter Vergleich. Bei mir ist es halt wirklich mittlerweile so, dass ich denke, oh mein Gott, scheiße, wenn ich dich jetzt nicht anspreche, macht das der nächste Typ da hinten. In meiner Welt ist es tatsächlich gefühlt mittlerweile so, dass ich denke mir, fast jeder macht das. Aber es macht halt fast niemand. Und das vergesse sogar ich, weil es für mich schon so normal ist. Und es kann auch für dich absolut normal sein. Und das muss auch nicht ewig dauern. Wenn du mal wirklich mehrere Monate am Stück regelmäßig Frauen angesprochen hast, dann wird das für dich, ja, es wird für dich einfach Normalität werden. Und wenn du es dann einfach immer mal wieder machst, über mehrere Jahre, ne? So, ich mache mittlerweile das seit mehr als 7 Jahren, spreche ich Frauen an, mal mehr, gibt Zeiten, wo ich mal mehr Frauen angesprochen habe, Zeiten, wo ich weniger Frauen angesprochen habe, aber es ist einfach normal für mich, ne? Also, wenn ich jetzt rausgehe und eine Frau anspreche, natürlich habe ich dann auch eine Überwindung, die ich leisten muss, gerade wenn ich jetzt eine Zeit lang mal keine angesprochen habe, aber das ist einfach nur dieses Mutigsein, es ist nicht eine Überwindung im Sinne von, mache ich hier das Richtige, ist das korrekt, darf ich das, sondern im Sinne von, okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, trau dich und geh hin. Aber nur weil das in der normalen Gesellschaft nicht normal ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist oder dass es irgendwas ist, was nicht funktioniert. Das ist Quatsch, das funktioniert durchaus. Na, ich habe es bei so vielen Coaching-Teilnehmern gesehen, bei vielen Freunden von mir, bei mir selber. Es funktioniert, wenn du es machst. Ne? Und das sage ich immer wieder dazu, ist natürlich auch eine Hardcore-Sache. Frauen auf der Straße ansprechen ist jetzt nichts, also da muss man auch ein bisschen was einstecken können, da muss man auch ein bisschen dranbleiben können. Man kriegt nicht immer sofort geile Ergebnisse, das kriegt niemand. Da muss man auch ein bisschen dranbleiben, aber die Ergebnisse, die man dann bekommt, die Lehren, die Erfahrungen, die man macht, sind so großartig, dass das absolut alles aufwiegt, was man dafür als Preis zahlen muss. Deswegen macht das auf jeden Fall und lasst sich da nicht von irgendwelchen seltsamen Außenmeinungen beeinflussen, die dir vielleicht sagen, das ist creepy, das ist seltsam, das macht man nicht. Vor allem, und das ist ganz wichtig, und das sagte ich auch meinem Coaching-Teilnehmer, unterhalte ich halt mit Leuten, die da tatsächlich Ahnung von haben, unterhalte ich mit Leuten, die das schon gemacht haben, weil die können dir dann auch ein wirkliches Feedback dazu geben. Ne? Ich frage ja nicht meinen Kumpel, der keine Ahnung von Frauen hat, der noch nie in seinem Leben mit einer Frau geküsst hat, frage ich hier nicht nach, sag mal, Frauen auf der Straße ansprechen, was hältst du davon? Wie soll der dir dazu eine ordentliche Meinung abgeben? Der kann das ja überhaupt nicht einordnen. Frag Leute, die es einordnen können. Ja, hör mir zu, wenn ich dir was sage, weil ich habe das so oft gemacht, so oft gesehen. Ich weiß die Realität dieser Sache. Ich kann das richtig einschätzen. Der Typ kann das doch nicht. Und so kriegen die Leute halt Feedback von ihren Freunden und vielleicht, wenn du jünger bist, von ihren Eltern oder wem auch immer und sind dann einfach enorm verwirrt, und das verstehe ich ja auch, enorm irritiert und wissen halt nicht, oh Gott, mache ich hier das Richtige? Ist vielleicht eine Sekte oder was auch immer? Nein, es ist keine Sekte. Ich habe das auch mit einem Coaching-Teilnehmer, wo der Vater dann dachte so, keine Ahnung, was wir mit dem machen. Also der war bei mir in einem Gruppencoaching und der Vater dachte, wir, keine Ahnung, rauben den aus oder ach, kein Plan, was die Leute sich für komische Gedanken zu diesem Thema machen, nur weil sie es halt nicht verstehen. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn Leute etwas nicht verstehen, wenn etwas neu für Leute ist, dann ist es meistens mit Angst verbunden, es ist erstmal mit Skeptik verbunden und das musst du auch verstehen, das ist bei dir übrigens auch so. Und deswegen, nein, es ist nicht creepy, es ist nicht seltsam, tu es einfach. Also Sinn der Sache ist natürlich nicht, und das sage ich auch immer wieder, Sinn der Sache ist nicht, dass du jetzt jeden Tag für den Rest deines Lebens gezielt Frauen ansprechen gehst in der Innenstadt. Kann man machen, halte ich nicht für das Ziel. Sondern das Ziel ist, es so lange zu machen, bis du es in deinen Alltag integrieren kannst und dann ist es tatsächlich relativ natürlich. Und dann wird auch jemand sagen, der dich dabei beobachtet, wow, krass, dass du die einfach so ansprechen konntest. Das finde ich ja voll cool. Ne, aber der Weg dahin führt halt auch einfach darüber, dass du wirklich mal gezielt auch losgehst, Frauen ansprichst. So verhält sich das mit der Sache. Es ist nicht creepy, es ist nicht seltsam. Es ist eine der besten Sachen, die du für deine persönliche Entwicklung machen kannst. Eine der besten Sachen, die du machen kannst, um deinen Erfolg mit Frauen zu steigern. Das ist einfach ein ganz wichtiges, unerlässliches Tool. Ganz wichtiges Thema. Freut mich, dass ich das mal mit euch besprechen konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was deine Gedanken, Erfahrungen
damit und dazu sind. Wir sehen uns übermorgen wieder hier links. Abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Und hier drüben kommst du zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao.